Hallo. Emmy. Nee. Nein, warum das denn? Michaela Schaffrath, hi. Warum? Weil ich immer Treppe steige. Nee, ich wollte in Herrn Wenigke ein bisschen... Hast du eine Fahrstuhlphobie? Hallo, guten Tag. Was liest ihr denn hier? Japan, die Monsterinsel. Da, meinst du, wir dürfen da reingucken? Ich glaube, wir dürfen da reingucken. Da dürft ihr unbedingt reingucken. Ja, dürfen wir. Ja. Dieses Buch beschreibt die Handlungen dieser alten Godzilla-Filme. Und da kriegt man einen richtig Lust, die nochmal wieder zu sehen. Ich fand die ja schon als Kind bescheuert. Hier Marvel Group, die machen ja die ganzen Comic-Sachen, ne? Die machen viele Comic-Sachen. Ob das hier Spider-Man ist oder... Der Ralf zeichnet ja auch für Marvel, ne? Ja? Ich bin voll im Geschäft. Ich bin der heimliche Spider-Man-Zeichner, genau. Bist du? Ich wusste es doch. Irgendwoher habe ich den Namen doch schon mal gehört. Ja. Batman, Lack und Leder kann ich ganz besonders gut. Nicht ja, genau. Persönlich. Wer weiß denn jetzt eigentlich irgendwie, wer ist hier? Keine Ahnung. Genau. Wir haben jetzt eine lustige Raterunde. Genau, also nochmal. Also ich bin Biologe, habe ich gesagt. So, was sagst du, wenn du in einem Wort sagen sollst, wer du bist? Wenn du nur ein Wort hast. Ich bin Comiczeichner. Mhm. Comiczeichner. Und was sagst du in einem Wort? Schauspielerin. Okay. Dann gehen wir nach oben. Aber nimm noch ein bisschen Weg. Also bist du Pink Floyd Freund? Oder ist das nur wegen der Grafik hier? Oder? Ja, ich bin da tatsächlich okay. In einer Zeit stehen geblieben. Nö, nein, ach, überhaupt so nicht. Ich finde Pink Floyd total geil. Ja. Aber so Wall, vor allen Dingen, ne, oder was? The Wall, ja. Aber ich kennen gerade noch so Wall. Nein, Dark Side of the Moon. Ja, hier sitze ich und zeichne Nasen. Und es ist... ein sehr einsamer Beruf. Also für mich ist klar, also Werner ist für mich natürlich so der bekannteste, der aus deiner Feder stammt. Nein, ganz falsch. Bin ich falsch? Ja. Oh Gott, jetzt habe ich das totale Outing. Komm, wir gehen mal näher ran. Entschuldigung. Wir gehen mal näher ran. Also meistens verwechselt ist es nicht man Werner? Mich, man verwechselt mich manchmal mit Walter Mörs. Das passiert schon mal. Das kleine Arschloch wird mir oft zugeschrieben. Das habe ich aber auch nicht getan. Ich bin der drittbekannte. Jetzt habe ich mich völlig geoutet. Wir gucken einfach mal auf den Zeichnetisch. Wir überspielen das jetzt mal. Ja, ich habe irgendwann diesen bewegten Mann gemacht, der dann verfilmt wurde mit Das habe ich. Und ja, weißt du, ich habe nämlich so auch dieses Poster da an der Wand gesehen. Oh Gott, ich hoffe, du magst mich jetzt überhaupt noch. Ich mag dich total gerne. Danke. Glück gehabt. Werner. Nein, also ich dachte, Werner, ich könnte jetzt mal pumpen. Werner, da muss ich ein bisschen zischen. Aber also Walter Mörs, mit Walter Mörs verwechselt werden, ist immer sehr nett, weil ich seine Sachen ziemlich klasse finde. Mhm. Und ja, das sind hier Geschichten. Ein Kondom des Grauens habe ich gemacht. Ja, super. Das gab auch ein Puppentheater davon, falls du keine Comic liest. Ja, so. Liest du überhaupt? Nee, wahrscheinlich außer Marvel und Spider-Man habe ich gerade rausgehört. Asterix und Obelix. Okay. Noch ein Minuspunkt, die Grundausstattung. Oder? Die Grundausstattung, genau. Ja. Und die Mickey Mouse Comics, die mag ich auch gerne. Also die originalen dicken Taschenbücher. Ja, das war auch meine erste Lektüre damals. Mhm. Ich war eigentlich nie ein Comicleser, außer jetzt, als ich ganz klein war, Asterix und Mickey Mouse. Klar, das hat man so mitgenommen, aber... Ich hab das angefangen mit dem Zeichnen, einfach um meine eigenen Geschichten zu erzählen. So. Das war so, weiß ich nicht. Ich habe einfach immer schon gern gezeichnet. Und ich hatte einen Cousin, der konnte die besseren Donalds malen. Da war ich vielleicht 6 Jahre alt. Und da hat mich der Ehrgeiz gepackt, ihn zu toppen. Und ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich daran lag, dass das irgendwie mit dem Ehrgeiz dann weiterging und dass ich dann irgendwie, ne, so, wenn ich keinen Cousin gehabt habe, hätte der gute Donalds gemalt hätte, dann wäre ich am Ende jetzt Schreiner oder so, weil ich einen Schreiner gemacht habe. Und das wäre echt eine Schande. Vor allem wahrscheinlich hätte ich keine Finger mehr, weil ich so ungeschickt. Darf man da mal näher ran? Bitte. Also das ist jetzt was Aktuelles, was du machst. Ja, das ist eine Geschichte für eine französische Zeitung, die allerdings, weil ich kein Französisch kann, jetzt auf Deutsch ist. Das geht um Adam und Gott und eine Sadomaso-Beziehung zwischen den beiden. Und die Texte, die schreibst du auch, ja? Also die Dialoge. Ja. Oder kommt das manchmal vor, dass man auf dich zukommt und sagt, wir hätten da gerne was so in die Richtung? Schreiben dir auch schon die Dialoge und du malst uns dafür die richtigen Figuren? Nee. Also die Dialoge sind mir wichtiger als die Zeichnungen. Also Bücher mache ich seit 25 Jahren und da ist das mit den Zeichnungen irgendwann wirklich nicht mehr so ein Drama. Außer alles, was fährt, Fahrräder, Busse, Autos, das kann ich nicht. Da muss ich immer geschickt klauen, das kann ich nicht. Auch Französisch. Also das ist jetzt schon fertig. Aber du hast gesagt, du kannst kein Französisch, ne? Ich kann kein Französisch, das hat jemand anders dann gelettert. Also in Frankreich läuft das ganz gut, in Spanien läuft es sehr gut, zu meiner Verwunderung. Aha. Genau.
Es ist ja schwul, ich weiß nicht, ob das... Ach nee, also das fällt einem ja gar nicht auf. Nein, ich meine, ich sah gerade schwanzlutschende Männchen, da muss man dann einfach mal drauf hinweisen. Dass das nicht hetero ist, obwohl nee, geht ja auch bei hetero. Ich glaube nicht, ne, wenn man mal so drüber nachdenkt. Aber das sieht ja zum Beispiel ganz hübsch aus. Das ist hübsch, nicht? Ne? Ich bin sehr penibel. Ich habe immer den ganz feinen Edding für die Brusthaare. Ah. Also das ist, und der muss noch mal halb mal leer sein. Ohne Brusthaare. Wenn der halb leer ist, dann macht er die schönsten Brusthaare. Bitte? Mal demnächst vielleicht mal einen ohne Brusthaare. Es juckt mir immer in den Fingern. Ich finde, die sind nicht fertig. Aber er hier ist ganz krass. Ne? Der hat bestimmt auch noch Haare auf dem Rücken. Der oder hat wie? Überall Haare. Darum geht's auch. Das mag die aber. Echt? Also, ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich ein falsches Bild der Frau abgebe, aber sie steht drauf. Ich glaube, ja. Wenn ich jetzt mal federführend für die Frauen sprechen darf. Es wäre natürlich ein Vorteil, wenn da keine wären. Aber das mache ich jetzt nicht zum Hauptkriterium, ob der Mann mir jetzt gefällt oder nicht. Aber wisst ihr was, Leute? Es tut mir leid, ich bin albern. Lass uns bitte mal, hast du gesagt, schlechte Fahrräder? Lass uns Fahrräder oder irgendwas zeigen. Und machen Wettbewerb, wer den besten Omnibus oder Fahrrad zeigt. Jetzt? Ja. Ah, der, okay. Ja, und wo jetzt? Hier? Ist egal, ich würde sagen, aus der Hand. Aus der Hand? Ein Omnibus, oder was? Omnibus, na gut. Also Omnibus. Ein Omnibus? Ja. Das ist ja ganz blöd. Also ein Omnibus. Da willst du lieber ein Fahrrad? Ja. Das okay. Schlimmer. Das ist wenigstens eine Herausforderung. Okay, also ein Omnibus ist doch nur so ein Kasten mit Rädern unten. Ja, okay. Ich meine, das sage ich jetzt so. wenn ich eins zeichnen soll, ist das schon schwierig. Also ich weiß überhaupt nicht, wie ein Fahrrad aussieht, glaub es mir. Weil du gerade Werner sagtest, der kann doch so tolle Motorräder zeichnen. Und ich, ja, ich, sag ich kann das nicht bitte mal, nie wieder, das ist ich mir kann wieder nicht peinlich. Mal ein Fahrrad. Das noch ist ein Scheiß 35 Fahrrad. Sekunden. Na, oh nein. Ich weiß da jetzt gerade gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Man, du hast dich doch darauf wenn vorbereitet. Da einer, überhaupt kein bisschen. Wenn man jetzt ein Fahrrad zeichnet, muss man ja auch vorher schon dran denken, dass da einer drauf sitzen müsste. Ist das so Mentaltechnik? Jetzt habe ich das ganze Fahrrad hier. Und ich kann das nochmal neu malen. Ach nee, so sieht doch ganz normal aus. Noch vier Sekunden. Nee, Leute, das ist aber gemein. Ich habe Ledersachen an, dann kann ich das so, schwarz. Und machen. Ende. So. Oh. So, wen lassen wir entscheiden? Ja, das ist jetzt schwierig, jetzt sind wir selber. Der hat Haare auf dem Rücken. Toll. Sehr erotisch, aber was ist das? Das sind die Hände, die an den Lenker fassen. Das fällt durch, ja. Also, nein, ich finde, das hat durchaus Kunstaspekte. Ja, Kunstaspekte. Ja. Also meins geht gar nicht. Lass mich doch, das mal vollständig. Das musst du auch zeigen. Erniedrige dich. Das ist ja, gemein. Jetzt also, will ich aber auch einen Omnibus zeichnen. Ich brauche noch einen Sekt. Okay, wir trinken noch einen Sekt und zeichnen einen Omnibus. So. Einen Omnibus meinst du, kannst du besser? Nö. Aber das ist die Herausforderung. Das war eine super Idee mit dem Fahrrad. Vielen Dank, sehr gerne. Sag mal, was hast du denn da eintätowiert eigentlich? Was sind das für Zahlen? Oh, Zahlen? 666. Unter anderem, aber auch noch andere Zahlen. Was bedeuten die? Also 13 ist eine Glücks- oder Pechzahl, kannst du sehen, wie du willst. Ne? 7 ist auch, da glauben eher die Amerikaner, dass das eine Glücks- oder Pechzahl ist. 23 ist die Zahl von allen Verschwörungstheorien. Alle Verschwörungen lassen sich auf 23 zurückbilden. Haben wir noch 1. 666 ist die eine biblische Zahl aus der Bibel und 1 ist die Zahl, mit der alles anfängt. Wie alt warst du, als du das tatst? Oder taten ließest? Vor zwei Jahren. Okay. Ehrlich? Oh. Alles jetzt hier, oder? Irgendwie falsche Frage. Also ich habe hier, was habe ich hier? Guck mal, ist das nicht schlicht? Das ist eine Erinnerung an meine erste große Liebe. Da war ich 13. Oder ach, so? Das ist ja noch keine nicht so lange. Aber als sie gestorben ist, die Liebe? Also für dich innerlich meine ich, oder? Nein. Das war irgendwie so ein Blödmann. Der hat mich bei dieser blöden Schulausflugsfahrt aufs Bett geknallt und hat einen Schraubenzieher genommen und hat in mir rumgeritzt. Doch, ich fand das toll. Und dann habe ich mir als Andenken habe ich mir das dann irgendwie so nachtätowieren lassen. Jetzt habe ich so ein doofes Kreuz. Ich bin ja froh, dass es nicht irgendwie eine nackte Frau oder ein Totenkopf. Ey, nichts gegen Frauen. Ne? Das ist wirklich, also vor zwei Jahren. Und was ist das für eine Schrift? Indisch oder was? Sindarin, vom Herrn der Ringe, Sindarin. Das ist ein Anfang von einem Brief, der auf Elbisch, also halt auf Sindarin geschrieben worden ist. Ja. Darf man deinen Oberkörper mal sehen? Nein, so wollte ich das eigentlich nicht fragen. Bist du noch woanders tätowiert, hätte ich jetzt ja, gefragt. Ja, bin ich noch. Aber das zeigen wir jetzt nicht. Jetzt kommen die Kameraleute so verdächtig nah. Ach so, okay. Ich zeige es euch gerne. Das gleich. Ja. Wenn ihr Licht ausschalten, dann zeige ich euch gleich. Das. Ja, dann machen wir. Okay. So. Schönen Abend noch, ne? Danke. Bis dann. Wow, Hilfe. Briebelein, was machst du denn? Runterfallen. Komm, soll ich dich im Arm halten? Das geht schon. Danke. So. Tschüss. Das ist der ganze Shampoos. Ja, ja.